Guten Tag, liebe Forever Vertriebspartner. Heute für mein Interview habe ich als Gast einen jungen, topmotivierten Vertriebspartner aus der Schweiz, Peter Trajkowski. Herzlich willkommen. Dankeschön. Peter, du hast bei uns Anfang März begonnen und bereits Anfang Juni warst du schon auf dem Level Senior. Wie geht das überhaupt? Wie das geht? Gute Frage. Klar, ich war damals auf der Präsentation von Philipp Ritter. Also musste da schon sagen, top eingeschult worden. Klar folgte danach wirklich eine Entscheidung von mir. Also ich habe mich wirklich entschieden. Ich bin sowieso ein Mensch, der, wenn ich was mache, dann mache ich es zu 100%. Also ich mache nicht irgendwelche halbherzigen Sachen. Und habe ich mich entschieden, habe gesagt, doch, sehe die Chance auch, die Möglichkeiten. Und habe dann einfach mal begonnen. Mit 100%. Das hört sich natürlich alles sehr einfach an. Ich weiß, du bist jemand, der sehr engagiert ist. Du machst nicht nur Forever, du hast einen Job. Du studierst. Genau. Wie viele Stunden hat dein Tag? 24 Stunden wie jeder, ne? Klar, ich studiere Betriebsökonomie in der Schweiz. Bin noch hauptberuflich tätig beim Baukonzern als Finanzcontroller. Ja, ich lebe so nach dem Motto, schlafen kannst du, wenn du tot bist. Weil, wir leben nur einmal, man sollte wirklich diese 24 Stunden auch ausnützen. Und ich gebe das auch meinem Team immer weiter, die wirklich Gas geben wollen oder auch erfolgreich werden wollen, arbeiten dann, wenn andere schlafen. Du hast jetzt natürlich das große, ich sag mal, Glück, natürlich du selbst logischerweise, der sehr engagiert ist, aber das Glück, dass du einen Mentor wie Philipp Ritter hattest. Ganz genau. Du hast jetzt gerade das Thema Team erwähnt. Ja. Wie gibst du jetzt deinem Team, sage ich mal, die richtigen Ideen, damit auch dein Team so erfolgreich ist wie du? Also ich habe zu Beginn dann sofort gemerkt, dass wir in einem Menschengeschäft tätig sind. Deshalb erwähne ich auch den Satz nie gerne, wir sind immer ein Produktegeschäft. Klar, unser Geschäft basiert auf Produkten, ganz klar, aber wir haben es tagtäglich mit Menschen zu tun. Und das ist immer von meinen 2 Stunden Teammeetings immer die Hälfte oder darüber hinaus das Thema auch. Der Mensch muss im Fokus stehen. Und mein Ziel ist es auch immer bei einem neuen Distributor oder auch das bestehende Team, dass sie dann der erste Schritt, der Fußstapfen muss ins Herz gelangen. Mhm. Man soll den neuen Distributor nicht vom System her begeistern, sondern sich selber. Also ich soll den neuen begeistern von meiner Persönlichkeit und dann kommt die Zusammenarbeit auch ziemlich gut. Du warst ja auch, was Job anbetrifft, warst du auch ein engagierter Fußballtrainer. Genau. Wie wichtig war diese Erfahrung für dich? Was konntest du für dein Team, für dein Forever-Geschäft rüberbringen? Es war eine ziemlich schöne Zeit, es waren 4 Jahre knapp, die ich Fußballtrainer war. Ich konnte viel mitnehmen. Klar, man lernt mit einer Gruppe umzugehen, die zielorientiert auf der Tabelle sich den ersten Platz anvisiert. Also das ist eigentlich genau das gleiche wie beim Forever-Geschäft. Du hast dein Team, du hast dein Ziel mit deinem Team, du lernst mit Individuen umzugehen, sie zu motivieren, Menschen zu bewegen, auf ein Ziel hinzu. Und das geht nur im Team, das geht nicht individuell, das geht nicht. Mein Eindruck ist, wenn ich dich sprechen höre, du bist nie auf Sparflamme. Du gibst alles. Ganz genau. Und ich vermute, das ist genau die Motivation, die du auch natürlich deinem Team so weitergibst. Sollte so sein, ja. Genau. Jetzt hat jeder von uns natürlich seine Ziele. Du hast in wenigen Wochen ein unglaubliches Ziel erreicht, für die meisten Vertriebspartner absolut undenkbar. Man fragt sich, was möchte jetzt dieser junge Peter noch erreichen in den nächsten 2-3 Jahren? Also ich habe mich auch hier klar entschieden, ich habe jetzt das Traineramt auf die Seite gelegt, also dass ich noch mehr Energie und noch mehr Zeit in Forever investieren kann. Ich will sicher demnächst den Chairman's Bonus erreichen, das ist das Erste. Und klar, mit dem gleichen Tempo voran und der jüngste Diamond weltweit will ich werden. Oh, das ist ja eine Kampfansage dann an unseren Philipp Ritter, weil heute ist ja hier der jüngste Diamond weltweit, oder? Ganz genau. Nee, ich möchte mich auch an dieser Stelle ziemlich wirklich bedanken beim Philipp Ritter. Er ist mein Trainer, mein Coach. Ohne ihn wäre ich auch nicht so schnell vorangekommen. Auch natürlich an das ganze Shirley-Team in der Schweiz. Ihr seid großartig. Dankeschön. Und zuletzt natürlich ganz ein riesen Dankeschön auch meiner Downline. Ohne euch wäre das gar nicht möglich gewesen. Peter, ich danke dir sehr für dieses Interview und denke, dass es wirklich eine tolle Inspiration ist für viele, viele Vertriebspartner. Danke. Dankeschön, Florian.